Grüße und herzlich willkommen zum dritten Teil zu Let's Play Tomb Raider starring Lara Croft. In den letzten beiden Teilen hatten wir die große Mauer und dann, ja, hier Venedig abgeschlossen. Und nun sind wir bei Bartolis Versteck, zu englisch Bartolis Hideout. Und es fängt ja schon wieder gut an, hier ins Wasser zu fallen, wo wir uns mal noch Laras nun etwas kurvigeren Körper betrachten können. Aber raus aus diesem Nass, denn wir müssen die zweite Killermaus erledigen und jetzt nun einen, ja, Schlägertypen erledigen, der hier hinterrücks auf uns wartet. Moment, erstmal noch die beiden Killerratten und jetzt aber dieser Schlägertyp. Der kommt aber in aller Seelenruhe hier auf uns zugerannt und hat uns nicht wirklich Schaden zugefügt, wenn denn überhaupt. Aha. Ja, und diese Stiefel, die sehen wirklich aus wie Springerstiefel oder sonst was. Also, ganz ehrlich, die sehen wirklich so aus, als würden sie eine Führungsperson aus den 1930ern und 40ern Jahren präferieren. Jetzt öffnen wir mal wieder diese Tür. Ja, das ist jetzt schon die dritte Aufnahme, weil irgendwann hatte das mal angefangen zu ruckeln und ja, keine Ahnung. Deswegen hatte ich hier auch schon einen Spielstand, den ich jetzt aber nicht lade, sondern speichere, denn bei der ersten Aufnahme habe ich außer jetzt einen Spielstand aus Venedig geladen. Und das war natürlich auch nicht so fein, deswegen ist es jetzt der dritte Versuch und alle guten Dinge sind bekanntlicherweise drei. Und auch dieser lässt wieder was fallen. Ich wollte gerade sagen Bergungsgut, aber da bin ich ein bisschen zu doll infiziert vom neuen Tomb Raider aus dem Jahre 2013, welches ja am 5.3.2013 erschienen ist. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde. Genau, jetzt musst du wieder deine Runden laufen. Man muss immer ein paar Treffer einstecken, aber man kann sie, wie gesagt, schön austricksen, wenn sie so im Kreis laufen. Der hier oben, der ist auch nicht besser. Na gut, einen Treffer muss man jetzt auch mal hinnehmen. Jetzt läuft er wieder seine Runde. Jetzt springen wir ein bisschen hin und her. Na komm. Da erwischt man vielleicht ein bisschen öfter, genau. Jetzt kommt er wieder ran. Ach, eine schöne Tomb Raider-Taktik, aber sie funktioniert immer wieder und das ist das Schöne daran. Jetzt, da die Aufnahme endlich läuft, gehe ich zumindest davon aus, gucken wir uns natürlich erstmal ein wenig um, denn dort oben geht es weiter, aber hier können wir noch ein bisschen ja, Medipacks oder Munition uns aneignen. Wir wissen aber, dass hier ein Hündchen auf uns lauert. Achso, da war ja noch ein zweites. Ja, stimmt. Wie konnte ich das denn vergessen? Ja, nicht, dass da noch jemand auf uns lauert. Nein, das nicht. Aber hier winken uns ein Medipack und Fackeln sowie Automatikmunition an. Ja, im ersten Teil hatte ich die Pistolen auch Automatikpistolen genannt, aber da waren es ja die Magnums. Ist ja jetzt aber auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir hier geschickt durchkommen. So ungefähr. Denn dort konnte man auch noch etwas betätigen, was uns später von Nutzen sein wird. Glaube ich zumindest. Ja. Jetzt. Hier nehmen wir doch mal eine Fackel. Und ich schaffe es immer wieder, die falsche Rüstung, sondern die falsche Richtung zu betätigen. Ah ja, genau. Hier war ein Schalter. Ja, und den mussten wir sogar betätigen, denn ansonsten kommen wir nicht weiter. Denn das ist nämlich der richtige Eingang zu Bartolis Versteck. Ja, diese Wächter hier, die sind ausgeschaltet. Hier hat man jetzt nichts. Also wie gesagt, den groben Levelablauf, also wie das funktioniert, weiß ich. Ob jetzt nun in irgendeiner Ecke noch ein Medipack liegt, das ist mir nun nicht mehr so ganz klar. Aber, naja, es ist ja schon auch ein Weilchen her, seitdem ich das letzte Mal Tomb Raider 2 gespielt habe. Aber da werden viele Kindheitserinnerungen wach bei diesem Spiel.
Ich war gerade mal 1998, da war ich gerade mal 11, als das Ende 97 rauskam. Ja, genau, nach meiner Mandeloperation. Da war ich ja erstmal nicht in der Schule. Und da konnte ich das ein bisschen spielen, auch wenn es, wie gesagt, geruckelt hat. Naja, sei es drum. Nee, hier lag wirklich nichts. Also mit etwas Anlauf und Schmackes kommen wir darüber. Der hat doch sicherlich noch Automatikmunition fallen lassen, genau. Also nehmen wir das auch als Speichergrund. Und weiter nach oben geht es. Es ertönt wieder diese Musik. Hier sieht man halt die Bauweise und da ist schon ganz schön Putz abgefallen. Aber das nutzen wir natürlich, um uns hier voran, ja, zu hangeln, zu klettern. So sieht es aus. Und wenn ich mich nicht irre, lauerte hier. Ach so, aber den sollten wir noch aufsuchen, denn da lächelt uns noch etwas an. Na komm. Der schießt immer noch, obwohl. Hat er mich jetzt getroffen oder nicht? Ist hier noch jemand irgendwo? Nee, ich glaube, der schießt hier Amok irgendwo rum. Ja, aber da kommen wir gleich noch hin. Hat nämlich den Vorteil, dass er ein Geheimnis für uns übrig hat, was da drüben rumliegt. Man sieht es ein bisschen, aber hierüber kommen wir nicht dorthin, denn es ist einfacher, als es aussieht. Wir speichern aber erstmal wieder das Spiel ab und müssen jetzt hier rüber springen. Genau, hier müssen wir uns festhalten, da dies ja nicht dafür gedacht ist, darauf rumgehen zu dürfen. Und außerdem hat das wieder einen Winkel von 145 Grad, genau. Von 45 Grad, also ein Gefälle von 100%. Ah ja, genau. Wir ziehen uns hier einfach rauf, drücken gleich die Sprungtaste. Somit sind wir sicher hier oben angelangt. Genau, da war was. Man holt jetzt hier erstmal richtig kräftig Anlauf, um dort rüber zu springen. Dadurch kann sie sich dort festhalten. Und nun können wir schräg hier rüber. Genau, so sieht's aus. Ich dachte schon, sie würde es nicht schaffen. Und hier darf man nicht so viel Anlauf haben, kann ich mich entsinnen. Also ich speichere lieber nochmal ab. Sicher kann man das alles viel schneller erledigen, aber genau das ist das, was ich meine. Und jetzt darf ich mal den Spielstand laden. Dann ist es mal kein Fehler. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Und jetzt müsste es aber möglich sein. Ja, haben wieder ein bisschen Leben verloren. Und da wollen uns gleich wieder Hunde ans Leder. Und zum Glück wusste ich das, denn dadurch habe ich nicht wirklich Leben verloren, wenn überhaupt. Ich kann die Lebensanzeige überhaupt nicht gut sehen. In diesen Raum kommen wir gleich auch noch, der uns dann auch zum zweiten Geheimnis führt. Aber zunächst gucke ich nochmal hier oben, ob hier noch etwas rumlag. Hat aber nicht den Anschein, als würde hier was sein. Deswegen geht es jetzt in den Raum, wo uns gleich wieder ein paar Schergen ans Leder wollen. Ja, eigentlich. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja. Okay, er lässt immerhin nichts fallen. Sehr nett von dir. Aber hier kommt doch gleich noch was auf mich zu. Na? Ach nein, ich muss sie ja hier erstmal raus. Ja, wir müssen das erstmal erklimmen und dann kam hier gleich noch jemand. Ah, falsche Richtung. Jetzt aber. Nun gut, sei es drum. Wir haben jetzt wieder Uzi-Munition aufnehmen dürfen. Und
Ja, dieser Abschnitt kommt mir auch bekannt vor, denn den müssen wir gleich auch noch, ja, untersuchen. Aber zunächst einmal, diese Tür können wir nicht öffnen, sind wir nicht groß genug für. Ne, hier kommen wir natürlich auch nicht weiter. Aber wir mussten von irgendeiner Räumlichkeit aus auf diesen Balkon, denn dort lag ja bekanntlicherweise das Geheimnis. Und das hat uns erst später zu interessieren. Und dort finden wir dann, glaube ich, auch die Uzis schon. Ah! Diese heimlichen von hinten Angreifer. Kommt schnell hoch! Na gut, das war noch nicht so gut. Und das ist umso weniger schön. Irgendwo von innen konnte man auf diesem Balkon dort drüben. Moment, ich schaue nur noch mal ganz schnell nach. Also ich weiß, dass da oben das Geheimnis ist. Wie ich jetzt aber dorthin komme, das ist mir nicht mehr so geläufig. Aber der kommt ja von irgendwo drin, sodass es die Möglichkeit geben muss, dorthin zu gelangen. Gucken wir mal hier. Aber das kann es nicht sein. Nein, in der Tat. Also laden wir wieder den Spielstand und alles ist gut. Genau, Load Game. Gehen ein Stück nach hinten. Und dann 16 zu 9 sieht Lara irgendwie ganz witzig aus. Doch ein bisschen breiter und ein bisschen, ja, noch muskulöser. Na ja, gut, dass du eine kleine Bellpause eingelegt hast. Denn diese Hunde, das müsst ihr wissen, die sind nicht multitaskingfähig. Die können nur bellen, wenn sie rumstehen. Ansonsten, ja, haben sie halt Pech gehabt. Aber beides auf einmal kann nicht gut gehen. Ach ja, ich glaube, das war diese Tür. Ich muss nur gucken, wann die sich öffnet. Aber ich glaube zu wissen. Na, wolltest du zum Schuss ausholen? Wolltest du zum Schuss ausholen? Tja, da war ich doch ein bisschen agiler als du. Und wir speichern mal wieder ab. Ich denke mal, ich habe nämlich schon wieder vergessen, einen Timer zu aktivieren, dass es wirklich mal vorteilhaft wäre, dies zu tun. Denn ab diesem Level werde ich wohl nicht mehr alles in einem Part schaffen. Ja, man muss nur wissen, wie man sie austrickst, und dann passiert nämlich sowas, dass man kaum Leben verliert. Und jetzt in den Raum. Das geht eigentlich wie folgt. Man speichert das Spiel ab. Das ist der erste Schritt, denn man muss sich ja dagegen rüsten, dass hier irgendwas schief gehen könnte. Zerstören wir es ganz schnell und kommen hier nach oben. Denn dann sind wir nicht mehr. Ach so, Moment, ich vergaß. Damit können wir ja nur gierige Hunde abhalten. Aber nicht solche rachsüchtigen, ja, Baseballschläger, die uns hier ganz schön ans Leder wollen. Wir hauen doch erstmal ab. Und springen. Denn das ist immer eine bessere Variante. Na gut, wir haben zwar etwas leben lassen müssen. Sie mussten aber ihr ganzes Leben lassen. Und diese, naja, Springerstiefel tragenden Baseballschläger haben zum Glück das zeitlich gesegnet. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste hier aber irgendwo jetzt die Tür eigentlich offen sein. Warum ist die nicht offen? Liebe Tür, öffne dich bitte, denn ich will zu dem Geheimnis. Wie kommt man jetzt aber weiter, werden sich einige fragen. Dieser Kamin, der brennt ja gar nicht, oder was das hier mal sein sollte. Also komm, schieb dir doch hier mal einen Stein weg. Und wir sehen, da öffnet sich jetzt ein Gang für uns. Da kommen wieder Killerratten des Todes. Na, wo seid ihr? Ich weiß aber, dass sich hier irgendwo diese Tür öffnet. Das
Das habe ich noch im Gedächtnis. Aber Moment. Da kam mir doch wieder ein Gedankenblitz. Und zwar, wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich ja nicht nochmal unbedingt zurück. Deswegen durchsuchen wir nochmal genauer diesen Raum. Denn Core Design ist ja bekannt für ein wunderschönes Level-Design. Und hier irgendwo befindet sich nämlich etwas, was uns dazu bewegt, hier eine Tür zu öffnen. Und dieser Hebel ist wirklich so genial versteckt, dass man ihn gar nicht so leicht findet. Also, ja, er ist wirklich sehr augenkrebserregend, denn er ist hier. Das hat uns jetzt die Tür geöffnet und jetzt kommen wir endlich auf diesen Balkon. Naja, gut, dass er ganz schön Frust geschoben hat, kann ich verstehen, denn er wurde ja ausgesperrt und das ließ sich ja nur von drinnen öffnen. Naja. Dass er dann so schießwütig war, kann man nachvollziehen. Also heißt es jetzt erstmal den Spielstand speichern. Und weiter kann es gehen. Also wieder hier lang. Und hüpf. Und nochmal hüpf. Irgendwie ist das wohl so eine Angewohnheit, weil man sich einbildet, es geht schneller. Ob es nun wirklich schneller geht, kann ich nicht verifizieren. Liegt nicht in meiner Macht, muss ich dazu sagen. Und hier kommt jetzt was ganz Lustiges. Nämlich ein Zeiträtsel und dazu noch diese lustigen Klappmesservorrichtungen hier. Die kann man aber eigentlich leicht umgehen. Man springt erstmal hier hinein und diese Wege, die haben später noch eine Bedeutung. Denn dort kommen wir zum zweiten Geheimnis. Und das dritte Geheimnis ist ganz tricky, dazu aber gleich mehr. Wir ziehen uns jetzt erstmal hier hinauf. Wir sollten erstmal nicht auf diese dunkle Plattform, die aus Holz besteht, denn diese hat einfach nur folgende Funktion: sie löscht das Feuer und dann muss man ganz geschickt dort rüberspringen. Nein, ich hätte fast schon wieder geladen. So, man springt jetzt einfach. Und sollte dabei stehen bleiben, denn sonst passiert sowas hier. Und man sieht ja, man hat nicht sonderlich viel Zeit zwischendurch. Das heißt, man holt jetzt wirklich Anlauf. Guckt sich schon mal um. Drückt die Springtaste, lässt los. Und dann kommt man nämlich rüber. Und somit hat man auch dieses Rätsel überlistet. Naja, was heißt überlistet? Aber wir müssen uns jetzt erstmal ein kleines Medipack schnappen, denn den können wir jetzt nicht so einfach besiegen, denn da kommen noch Hunde. Diese können aber zum Glück nicht hier rauf springen. Aber jetzt haben wir erstmal alles hier aus diesem Raum beseitigt. Und wie man jetzt sieht, ist man auf der anderen Seite, wie ich es ja vorhin gesagt habe. Und jetzt, dieser Raum ist ein bisschen tricky. Hier kommen wir dann auch gleich zum zweiten Geheimnis. Zunächst aber müssen wir erstmal hinaufklettern. Und weil das blöd aussieht mit zwei Scheiben, machen wir die dritte einfach auch kaputt. Also, hier nach oben. Und die Kronleuchter sind natürlich extra eckig, dass sich Lara daran festhalten kann. Also speichern wir nochmal das Spiel. Oder nein, ich sollte mich wahrscheinlich erstmal hierhin drehen. Weil wenn ich mich nicht irre, war hier schon der Weg zum Geheimnis. Also, Hebel betätigt. Genau, der hat jetzt so eine, ja, Grube geöffnet. Und so sieht es aus. Hier können wir in der Tat nach unten. Aber ich mache das mal lieber auf diese stilvolle Art und Weise. Wir halten uns fest, lassen uns hier nach unten fallen, holen nochmal Luft. Ein bisschen Sauerstoff tut jedem gut. Ja, genau. Hier sind wir auch. Hier haben wir vorhin. Nee, haben wir nicht. Moment. Habe ich hier jetzt schon etwas vorweggenommen? Kann das sein?
Hier liegen auf jeden Fall Bücher. Und... No. Ach ja, hier müssen wir doch sowieso hin. Ich bin gerade ein bisschen konfus, aber das ist nicht schlimm. Wir nehmen erstmal eine weitere Fackel, um zu gucken, ob sich hier was versteckt hatte. Ich könnte mich da aber erinnern, dass hier noch etwas war. In der Tat, denn hier war dieser Hebel. Und ich mache das lieber jetzt als nachher. So, der hat jetzt hier irgendwas geöffnet. Genau diese Klappe. Also war doch hier irgendwo der Weg zum Secret. Gucken wir doch nochmal. Ja, man kann auch Geheimnis sagen, um das auf Deutsch zu haben. Ach ja, wir haben uns jetzt hier erstmal eine Abkürzung geschaffen. Aber vielmehr ist es interessant, dass ich hier abtauchen kann. Hoffentlich ist das kein Abflusssystem, denn das verunreinigte Wasser möchte ich dann nicht haben. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen hakelig, ist das hier mit dem Schwimmen. Das ist wirklich so eine Sache für sich. Hier haben wir erstmal Granatwerfermunition, sogar ein paar Stück. Und wir brauchen wieder eine Fackel. Wir haben Glück, dass das solch tolle Fackeln sind, die auch unter Wasser brennen. Also gute Brennbarkeit. Ach, natürlich. Hier haben wir es auch schon. Das zweite Geheimnis, den goldenen Drachen. Jetzt müssen wir hier vorsichtig ranschwimmen. Unser Sauerstoffvorrat, der reicht nicht mehr wirklich lange. Ich habe das Gefühl, dass er im zweiten Teil auch etwas geringer ist. Ist aber soweit auch nicht schlimm. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Ach ja, jetzt haben wir hier sozusagen eine Ehrenrunde hingelegt. Nur einmal ganz kurz abtauchen. Und dann dürfen wir nämlich dieses, ja, Sprungrätsel noch einmal durchführen. Wir holen uns also erstmal hier aus dem Wasser heraus. Aber die Fackeln, die brennen wenigstens ordentlich lange. Das kann man festhalten. Und wir speichern wieder das Spiel. Zum mittlerweile 39. Mal. Und das wird ganz schön oft am Ende sein. Und das passiert, wenn man nicht rechtzeitig die Laufentaste, also die Pfeiltaste sozusagen loslässt. Oder die Cursor-Taste, wie man es auch immer gerne zeichnen mag. So. Wir hatten hier genau Anlauf und springen, loslassen, weiterspringen und nochmal. Ah, jetzt hat's geklappt. Also man muss nur einmal sozusagen stoppen, um dann weiterkommen zu können. Wir sind jetzt also wieder in diesem wunderschönen Raum. Ich weiß gar nicht, wozu der eigentlich gut sein soll, denn hier steht ja nicht wirklich viel Mobiliar drinne. Jetzt überlege ich gerade, konnte man hier mit... Nein, konnte man nicht. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dieser geringe Verlust ist Kollateralschaden. Also wieder hoch mit dir. Dann führen wir unsere beliebte Rolle aus. Naja gut, das war jetzt eigentlich überflüssig, denn sie stand schon so ziemlich am Ende dessen. Jetzt muss ich nur überlegen... Oder nein, ich muss meinen Mund halten. Denn dann passiert dies. Wir haben jetzt erstmal dort das Gemälde geöffnet. Kann man doch einfach nur seinen Mund halten bei dieser schönen Musik. Einfach legendär, das muss man mal so festhalten. Einfach ein Genuss. Wird zwar auch nicht jedem zusagen, aber mir sagt sie umso mehr zu. Wir speichern jetzt erstmal das Spiel. Und ich würde sagen, wir werden uns dann im 3.2. Teil wiedersehen, damit die Teile nicht zu lang werden. Ich hoffe, der 3.1. Teil hat uns gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im 3.2. Teil wieder zuseht. Also bis dahin, euer The Friend Scene.